Ich grüße euch total recht herzlich. Ja, heute ist mal der 16.12., also das 16. Türchen ist auf. Grüße, Hallöchen. So, noch einmal. Also wie gesagt, ich werde nicht gefüttert mit Daten. Ich muss selber suchen und muss diese Daten überprüfen, ob die auch stimmen. Auch bei Cobra 11. So, jetzt werde ich wieder. Hallöchen! Na, Mäusekind. Mein Mäusekind. So, das, was ich jetzt zeigen werde, ist also kein Witz. Ist echt. Für einen Filmauftrag, den ich dieses Jahr gemacht habe, hat unser Bürgermeister ein bisschen Kosten ausgegeben. Muss bezahlt werden, umsonst kriegst du es nicht. Ich habe jetzt einen Stern. Da. Der Stern heißt ZWC ZA4 MPE F6J. Ich kann also ab sofort bei Krieg der Sterne mitmachen. Ich weiß, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wie gesagt, es war ein Auftrag. Und für diesen Auftrag habe ich halt auch, weil derjenige, der da verstorben war, hatte sich auch einen Stern gekauft. Seinen Namen trägt er. Jedenfalls, wenn ich beerdigt werde, dann kann man auch sagen, der Stern, der deinen Namen trägt. Ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Ihr dürft jetzt darüber witzeln, wie ihr natürlich dürft. Ist logisch, einige von euch witzeln jetzt. Ist im Sternkreis Fuhrmann da, seht ihr, das ist mein Stern. Ja. Dieser Stern gehört jetzt mir. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Wir haben Weihnachten. Umsonst ist sowas nicht, könnt ihr nachlesen. Unter Stern, wie kaufe ich einen Stern? Ist nicht billig. Ist jedenfalls im Sternbild Fuhrmann. Für alle Astrologen, Sternbild Fuhrmann. Ich habe euch gerade gesagt, 5 Stunden, 38 Minuten, 38,10 Sekunden, plus 30 Grad, 29, 23,8. So, ja, es steht alles, ist alles zertifiziert. Begriffserklärung, alles dabei. Wo der Fuhrmann ist, Form und Position. Na, der Fuhrmann. Dann ein Hinweis zum Finden ihres Sterns mit Hilfsmitteln. Ich kann so meinen Stern irgendwie finden da. Kümmere mich, habe ich gerade erst bekommen. Ich war einfach der Meinung, ich sage euch das mal einfach hier. Also wie gesagt, den Polarstern, den seht ihr ja gerade und dazwischen bin ich. Ja? Also wenn ihr den Polarstern da oben anschaut, zwischen den großen Bären und den kleinen Bären, dann seht ihr mich. Ja? Hallo. Da muss ich alles noch lesen. Wie gesagt, wenn Kunden reinkommen, mache ich aus. Mit welchen Hilfsmitteln? Kein Problem. Auf diese Detailsternkarte finden Sie exakte Positionen. Noch ein paar Ratschläge und so. Ich meine, ist nicht umsonst. Es hat Geld gekostet, nicht viel, aber trotzdem. Einfach Geld ausgeben und das von einem Bürgermeister für eine Arbeit, finde ich toll. Also der Stern mit deinen Daten wurde auf den Namen getauft. Der läuft jetzt auf meinen Namen. Ihr kennt meinen Namen. Ja, haben noch immer Schauspieler, muss man einfach mal so sagen. Ne? Schauspieler haben ihre Serien, Schauspieler haben ihren Namen, aber ich habe einen Stern. Und der Stern ist wirklich scheinbare Magnitude 5,4. Das ist der ZWC ZA4 MPE F6J. Ja, wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich habe mich gerade auch mit Bali unterhalten. Die haben da um die 30 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit. Hm? Irre, finde ich gut. Wollte ich einfach mal in den Äther, ihr müsst jetzt nicht neidisch sein, ihr dürft dann natürlich lachen und so. Aber ich finde es toll, der kriegt schon mal einen Stern geschenkt, mit seinem Namen. Ja, jeder, der jetzt diesen da, ist jetzt kein Scherz, das kommt von der ESA. Ja, ist jetzt bei der ESA registriert. Jeder, der jetzt zu diesem Stern unterwegs wäre, würde den meinen Namen nennen. Da. Wir fliegen geradezu, ne? Aber Movie Stern, der war geil. Ich
Ja, ich habe das, ich darf das. Ich habe das Zertifikat, ist kein Scherz, ist kein Scherz, ist echt. Kommt von der ESA aus Berlin. Ne? Ja. Von dieser Sternbase da. Ja. Weißt du Bescheid? Ja, wie gesagt, habe ich bekommen, weil es war ein Auftrag über jemanden, der trug auch einen Stern, der ist auch eingetragen. Hallo, Grüße. Ja, ich komme. Okay. Viele lachen jetzt darüber, dass das so ist, aber finde ich trotzdem nett, dass das gemacht worden ist. Ich war auf einer Beerdigung eines Herrn, der hat auch einen Stern, ist kein Scherz. Ja, wenn ich mal versterbe, kann man mich halt dann auch zum Stern schicken. Wie teuer das wird, weiß ich nicht. Aber das ist mein Stern. Darf ich vorstellen? Meinen Stern. Ist jetzt kein Witz. Das meine ich jetzt ernst, sonst hätte ich das nicht bekommen. So, warum da Fuhrmann steht, weiß ich nicht. Aber das nennt man da irgendwie so mit der Achse. Jedenfalls ist das mein Stern. Seht ihr? Im Sternbild, also für alle, die Ahnung haben, alle, die das jetzt sehen, im Sternbild Fuhrmann. Im Sternbild Fuhrmann ist mein Stern. Da also. Ja? Und ja. Natürlich witzeln jetzt einige rum, ist klar, dass ich jetzt einen zwischen die Hörner kriege, ist auch klar. Aber den Stern könnt ihr mir leider nicht nehmen. Ne? Also hinkomme ich nicht. Da habe ich keine Chance, weil mein Stern ist 9,5 Billionen Kilometer von hier weg. Ein Parsec entspricht ungefähr 3,3 Lichtjahre. So als Star Wars-Fan, das wussten die. Ich bin ja seit 1975 Star Wars involviert und jetzt bin ich halt nur noch Fan und ich freue mich auch drauf. Ich habe auch gerade noch mit einem Schauspieler gesprochen, da oben, wenn ihr den sehen könnt. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber egal. Der ist auf der Berlinale, habe ich zu ihm gesagt, du könntest das große Vergnügen haben, alle Darsteller von Krieg der Sterne zu sehen, also Star Wars, dass die da auflaufen, nämlich in der Berlinale. Die Berlinale ist nächste Woche oder diese Woche, weiß ich gar nicht. Er hat da gerade gebucht und darf dahin. Ein Online-Planetarium nutzen. Also das werde ich mir in Ruhe anschauen. Also jedenfalls ist das eine nette Geste. Das sind etliche Zertifikate. So. Ne? So. Ich habe jedenfalls gesehen, jemand, wie gesagt, und so weiter. Und ich hatte den. Das ist ein nettes. Ich meine, das ist ein Dankeschön für einen Wahnsinnsauftrag, den ich da hatte. Und zwar im Sternbild Schwan ist bislang der hellst bekannteste Stern mit einer absoluten Magnitude von minus 7. Mit bloßem Auge sichtbar sind Sterne mit einer relativen Magnitude von 6 oder kleiner. Also mein Stern ist sogar zu sehen. Das ist von Hippo der ESA, von ESA zurück. Also ESA ist registriert. Mein Name ist registriert. Lichtspektrum A2V plus G3. Für alle, die Ahnung haben. Also für alle, die Ahnung haben, ich habe jetzt ein Stern. Also ein Stern, der meinen Namen trägt. So. Ich komme da nie hin. 9,3 Billionen Kilometer von hier entfernt. Nach Parsec 3,7. Ach herrlich. Aber trotzdem, die Geste zählt. Hallo Leute, heute ist der 16.12. Ne? Hier. Ne? Ein Dank von Herzen. Ne? Da. Am 16.12.2019. Hier sind die ganzen Adressen, da wo das herkommt. Ist absolut original. Und das ist ein Dankeschön von Herrn Kufen. Bürgermeister und vor allen Dingen von Ella Brosch. Ella Brosch, die hatte mich engagiert. Ich habe das gemacht. Dankeschön. Dankeschön, Ella Brosch. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich habe auch, wie gesagt, die anderen Sachen gesehen. Es war natürlich ein tragischer Moment, wo es war kein humorvoller Film oder so. Ich musste da schon. Finde ich nett. Finde ich wirklich nett. Das ist eine Anerkennung. Das ist eine Anerkennung für die Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe nämlich einen Film gemacht. Und ja, und das ist eine Anerkennung. Das ist eine Anerkennung. Tut mir leid. Also ich habe jetzt mit Spiritismus nichts zu tun oder so. Aber die Geste zählt, versteht ihr? Dass es auch Geld gekostet hat, ist auch klar. Ich habe nachgeguckt. Mal eben Stern für jemanden da kaufen mit seinem Namen, kostet Geld. Ja. Na, ist klar. So, aber ich bin stolz. Bin stolz drauf. Ich habe einen Namen. Mein Name ist jetzt bekannt, nicht nur beim Bürgermeister und bei anderen. Frau Merkel kennt meinen Namen auch. Und Frau Hannelore Kraft kennt meinen Namen auch.
mein Name ist also schon bekannt, so ist es nicht, weil ich vieles schon gemacht habe. Aber ich bin nicht berühmt, ich bin überhaupt nicht berühmt, soll mir auch egal sein. Und ja. Ja, also wie gesagt, ist alles echt, habt ihr ja gesehen. Ist mir vorhin übergeben worden. Das finde ich auch nett. Ja. Ist also wie gesagt, ja. Ja, von der ESA. Ja, doch. Okay, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe einen eigenen Stern. Ich habe einen eigenen. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Mein. Okay, liebe Leute. Ich bedanke mich total recht herzlich für alles. Wir schreiben das Jahr 2019, das jetzt langsam zu Ende geht. Cobra 11 zum Beispiel geht ja auch so langsam ins Neue, finde ich super toll. Also wie gesagt, mir gefällt, ist was, hat nicht jeder. Ja, bin ein bisschen überrascht, merkt ihr, aber ihr wisst ja, ich arbeite ja nun mal mit der Kamera, also habe ich die Kamera angemacht und habe euch das dann mal zugänglich gemacht. Ne? Ja.